dann darf ich euch jetzt ganz herzlich begrüßen zum 15. freien Abend. Das Thema heute ist Radioaktivität, Freund oder Feind. Und wir haben Manfred Haferburg hier zugeschaltet. Ich zeige ihn euch mal. Hallo. Ich freue mich sehr, dass so viele von euch dabei sind. Ich fange jetzt mit der Vorstellungsrunde an. Ja, hi, ich bin Raphael. Moin, ich bin Laurenz. Ich bin Michael. Ich bin Sebastian. Gut, dann ist Pauline dran. Ich will euch jetzt noch mal kurz unseren Referenten Manfred Haferburg vorstellen. Herr Haferburg ist Kernenergetiker, Organisationspsychologe und Autor bei der Achse des Guten. Haferburg stammt aus Ostdeutschland, hat an der TU Dresden Kernenergetik studiert und hat dann eine Blitzkarriere im damals größten Atomkraftwerk in Greifswald gemacht. Ja, er ist dann durch das freche Singen von Biermann-Liedern und durch einige unüberlegte Kommentare beim Karneval wie durch seine strikte Weigerung, der SED beizutreten, der Staatssicherheit aufgefallen. Und als er sich dann auch noch geweigert hat, Spitzel zu werden, wurde er zum Staatsfeind erklärt und landete so am Ende im berüchtigten Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. Nach der Wende kümmerte sich Herr Haferburg dann für eine internationale Organisation um die Sicherheitskultur von Atomkraftwerken weltweit und hat wahrscheinlich mehr Atomkraftwerke von innen gesehen als irgendjemand sonst. Aber laut Achse des Guten kann er trotzdem bis heute nicht im Dunkeln leuchten. Und das finde ich schon sehr enttäuschend, muss ich sagen. Ja, und damit gebe ich auch schon weiter an Max. Ja, Freunde, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ihr seid ja meistens etwas älter als ich, aber die Fukushima-Katastrophe war für mich eines der ersten politischen Ereignisse, an die ich mich noch ganz konkret erinnern kann. Die Panik, die damals geherrscht hat in der Bevölkerung und in den Medien, hörte man täglich neue Schauergeschichten, was alles die schlimmen Konsequenzen werden von dieser Katastrophe. Und natürlich der Bruch, die eigentlich Kernkraftbefürworterin Angela Merkel forciert den Atomausstieg in Deutschland. Über Nacht quasi wird eine der fortschrittlichsten Technologien aus Deutschland einfach verbannt. Und ich meine, das Argument Fukushima im erdbebenarmen Deutschland, das verstehe ich nicht. Ich finde, daraus erwächst nicht so wirklich ein Argument gegen die Kernkraft hierzulande. Und ich meine, die Technologie an sich der Kernkraft ist, soweit ich das als Laie beurteilen kann, ja relativ umweltfreundlich. Es entstehen ja, anders als bei der Kohle, keine Massen an Tonnen an problematischen Emissionen. Sie ist außerdem sozial, ich meine, sie sorgt für billigen Strom, anders als die ominösen erneuerbaren Energien. Also müssen doch eigentlich gerade die Grünen und die Linken, also die Grünen und die Roten, dafür sein. Ja, aber bis heute ist jede Diskussion über dieses Thema tabu. Das alles erschließt sich mir nicht so ganz, aber ich finde auch, der Atomausstieg ist noch wegen einer anderen Sache sehr interessant. Ich meine, er ist das erste Beispiel für ein politisches Phänomen, was in Deutschland das letzte Jahrzehnt eigentlich beherrscht hat, die öffentliche Debatte, und zwar etwas, was eigentlich nach objektiven Kriterien richtig ist, bisher eigentlich selbstverständlich war, wird über Nacht revidiert, von nahezu allen politischen Parteien getragen, dieser Ausstieg oder dieser Rückschritt, und es findet quasi keine Opposition statt. Und gerade deshalb finde ich die Frage nach der Atomkraft, wie man das Ganze bewerten soll, sehr interessant. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da viele Antworten kriegen werden heute. Wir haben einen sehr profunden Kenner der Materie, Herrn Haferburg, und an den möchte ich jetzt auch das Wort übergeben. Mal vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich heute mit euch plaudern darf. Ich will keinen wissenschaftlichen Vortrag über Radioaktivität halten, sondern ich will eher einen populärwissenschaftliche Plauderei ablassen hier. Dann habe ich als erstes sozusagen eine ganz schlechte Nachricht für diejenigen, die glauben, dass Radioaktivität etwas ganz Fürchterliches ist. Alles in unserer Welt ist radioaktiv, auch wir selbst. Ihr, liebe Freunde, ihr seid alle vollkommen verstrahlt. Jede Körperzelle enthält 1 Million radioaktive Atome. Jede Sekunde zerfallen 8000 radioaktive Atome in eurem Körper. Also ohne Radioaktivität wäre auf dieser Welt kein höheres Leben möglich, weil Radioaktivität 50% der Erdwärme erzeugt und damit unsere Plattentektonik in Bewegung hält.
Ohne Radioaktivität gäbe es keinen Carbonat-Silikat-Zyklus, der den Thermostaten unserer Welt als Voraussetzung für die Entwicklung von Leben repräsentiert. Und es war ja nicht immer so, dass Radioaktivität etwas ganz Furchtbares war. Bis 1960, und da kann ich mich sogar als Kind noch daran erinnern, gab es radioaktiv angereicherte Lebensmittel zu kaufen. Es gab Radiumbier in Flaschen, das durfte ich damals noch nicht trinken, aber wenn es das gegeben hätte, hätte ich es sicher mal probiert. Das war so eine kleine Einleitung. Jetzt möchte ich ein bisschen was über mich erzählen. Über mich als ein Don Quixote in einem DDR-Kernkraftwerk. Das Kernkraftwerk Greifswald war ein 8-Reaktor-Kernkraftwerk. Und ich wurde dort Blockleiter. Das heißt, ich war dann zuständig für einen dieser Reaktoren. Und 5 Jahre später war ich Oberschichtleiter. Und da machte ich dann eines Nachts meinen Rundgang. Plötzlich quäkt das Funkgerät: Manfred, du musst ganz schnell in den Raum E318 gehen, wir haben einen Unfall. Da war ein junger Mann, ein Elektromeister, der in der Nacht die Aufgabe hatte, einige Schalter zu isolieren von 10 Kilowatt. Der hatte einen Fehler gemacht und hatte sich aufs Allerschwerste verbrannt. Und was kam heraus? Der Wolverat hatte eine Checkliste abzuarbeiten und hat die Punkte 35 und 36 verwechselt nachts um 2. Dadurch entstand dieser Lichtbogen, der stand 1,6 Sekunden, schmolz die Tür weg, die davor war, die Blechtür, und verbrannte unseren Kollegen so sehr. Nun bin ich nebenbei im Nebenberuf auch Elektriker. Und als Schichtleiter fragte ich dann: Das ist doch gar nicht möglich, wie kann das sein? Für einen solchen Fehler gibt es einen Schaltfehlerschutz nach deutscher Industrienorm, worauf mir der Elektrofachbereichsleiter sagte: Ja, das ist nach deutscher Industrienorm so, aber nicht nach GOST. Die unsere Anlage war nach GOST gebaut, nach der russischen Norm. Es war ja ein russisches Kraftwerk. Und dann verging ein Jahr und nichts wurde geändert. Und ein Jahr später, wieder in meiner Nachtschicht, kriegte ich wieder diesen fürchterlichen Anruf, gehe in den Raum E316 oder E320 diesmal, ich weiß es nicht mehr. Und derselbe Unfall hatte sich wiederholt. Das hat dazu geführt, dass ich neben meiner kernenergetischen Ausbildung eine neue Berufung gefunden habe, in der ich heute arbeite. Nämlich in puncto Sicherheit von Kernkraftwerken. Kommen wir endlich nach diesem persönlichen Vorstellungsausflug über Kernenergie zur radioaktiven Strahlung. Ist radioaktive Strahlung unser Freund? Ist radioaktive Strahlung unser Feind? Jeder Deutsche, also jeder auch von Ihnen, erhält im Durchschnitt 2,4 Millisievert pro Jahr Strahlenbelastung. Wie setzt sich diese natürliche Strahlenbelastung zusammen? Die Hälfte davon, also 40%, kommt aus der Medizin. Des Weiteren setzt sich die Strahlenbelastung zusammen aus 30% Radon. Und 10% dieser Strahlenbelastung sind kosmisch. Das sind Teilchen, die uns aus dem Weltraum erreichen und die aus der Sonne kommen. 14% sind terrestrisch von außen. Und 1% der gesamten Strahlenbelastung, die uns so im Jahr erreicht, kommt aus Tschernobyl, von den Atombombenversuchen und aus den Kernkraftwerken. Kommen wir zu Hiroshima, Nagasaki und Tschernobyl über die Wirkung hoher Strahlendosen. Ja, was passiert, wenn eine Atombombe abgeworfen wird? Also eine Atombombe ist, jetzt werden Sie schockiert sein, eigentlich eine sehr saubere Bombe. In der 1-Kilometer-Zone, oder sagen wir mal bei einer modernen Atombombe, die deutlich größer ist als diese kleine, die in Hiroshima war, ist es vielleicht 2 Kilometer, sind 90% der Leute, die im Freien sich befinden, tot durch die Schockbestrahlung. Das ist ein Strahlenblitz mit enorm hoher Strahlenbelastung und da sind sie so schnell tot, so schnell können sie gar nicht gucken. In der 2-4-Kilometer-Zone sind 40% der Leute, die draußen sind, ohne Schutz, sterben durch die Druckwelle und die Hitze, weil sich nach einer Stunde etwa ein Feuersturm aufbaut. Und im Schadensradius von 3 Kilometern gibt es normalen Bombenschaden. Das sind also Leute, die verbrennen, Leute, die schwere Verbrennungen haben, Leute, die von Trümmern getroffen werden, die sich
es ist alles ganz furchtbar, aber das sind die Wirkungen einer Atombombe. Eine Atombombe hat praktisch keinen Fallout. Das heißt, sie sterben nicht hinterher durch die Strahlung. Selbst wenn man morgen, wenn morgen der große Atomkrieg ausbricht, dann stirbt die Menschheit nicht aus. Wenn man alle Atombomben, die es gibt derzeit, und es gibt einen fürchterlichen Overkill, gleichzeitig zünden würde, dann würde sich die natürliche Strahlenbelastung der Menschheit ungefähr verdoppeln. Sprich, es hätte keine Auswirkungen. Diese Endzeit-Szenarien sind ein Mythos. Kommen wir zu Tschernobyl. In Tschernobyl ist ja keine Atombombe explodiert, sondern ein Reaktor. Man hat in Tschernobyl gelernt, weil da Leute sehr, sehr hoch bestrahlt worden sind, dass ab 200 Sievert Knochendosis, die über eine lange Zeit verteilt wird, das Krebsrisiko steigt. Das haben auch die Radium Girls der Uhrenproduktion aus den USA nachgewiesen. Wenn ich 5 Liter Sauvignon jetzt innerhalb der nächsten 3 Minuten trinken würde, dann würde ich dort umfallen. Wenn ich aber 200 Liter Sauvignon über die nächsten 5 Jahre verteilt trinke, wunderbar, da passiert mir gar nichts. Also so ist es auch mit der Strahlung. Wenn Sie eine sehr hohe Dosis in sehr kurzer Zeit abkriegen, dann haben Sie sterben Sie bei 5 Sievert. Aber wenn Sie 200 Sievert über 5 Jahre verteilt abkriegen, das tut Ihnen nicht so viel. Da sterben Sie nicht. Kommen wir zur Schutzzone von Tschernobyl. Strahlenhölle oder Naturparadies? Inzwischen ist es so, dass in der Schutzzone Besuche wieder erlaubt sind. Hat sich ein regelrechter Tschernobyl-Tourismus etabliert. Es gibt auch einige zurückgekehrte Einwohner. Es wurden sogar neue Dörfer gebaut. Das ist alles illegal, weil Russland das nicht erlaubt. Weil dort keine Menschen sind, entwickelt sich natürlich die Tierpopulation und die Pflanzenpopulation sehr, sehr schön. Es gibt dort wieder Elche, Bären, alle seltenen möglichen seltenen Vögel und andere Tiere. Die Schutzzone in Tschernobyl ist nicht auf 10.000 Jahre nicht wieder besiedelbar. Man könnte sie heute schon wieder besiedeln. Ich würde es aber nicht anraten, weil es eben für Kinder zum Beispiel keine gute Idee ist. Die sind ja viel empfindlicher als Erwachsene gegenüber auch niedrigeren Dosen. Die nächste Frage ist, was ist eigentlich heute los in Fukushima? Wisst ihr irgendwas über Fukushima? Schon mal wieder in den letzten 3 Jahren was gehört? Was ist da los? Also von der Tagesschau, soweit ich weiß, hat man gehört 20.000 Tote. Ja, das hat Claudia Roth kolportiert. Ja. Das waren aber leider die Toten des Tsunami. In Fukushima gab es keinen Strahlentoten, null. Heute ist es so in Fukushima, dass die Strahlung in der Schutzzone weitestgehend abgeklungen ist. Also es ist derzeit so, die Schutzzone ist zu 80% wieder besiedelt. Die Japaner sind zurückgekehrt, nicht alle, aber viele. Und es sind auch neue dazugekommen, weil die dort Vergünstigungen haben, steuerlicher Art, und von staatlichen Stellen kriegen sie Vorteile. Es gibt eine Zigarre, die sozusagen in nordöstlicher Richtung von Fukushima ist, wo die Cäsiumbelastung höher ist. Da ist noch nicht wieder besiedelt, das wird noch dekontaminiert. Die Schutzzone von Fukushima ist, glaube ich, deswegen nicht so populär in deutschen Medien, weil sie so harmlos geworden ist. Jetzt kommen wir mal zur Kernkraft an sich, das, was der Max vorhin gesagt hat. Hat Kernkraft eine Zukunft? Es gibt derzeit weltweit 450 Kernkraftwerke. Deutschland hat, glaube ich, noch 6 Stück, die sie abschalten können. Es sind 50 im Bau. Also für jedes, was Deutschland abschaltet, werden, sagen wir mal, 10 neue gebaut. Aussteigen aus der Kernenergie, das schaffen die Grünen weltweit nicht. Das schaffen sie nur in Deutschland. Die Kernenergie ist erst am Anfang ihrer Karriere. Die Kernenergie hat nicht alles richtig gemacht, insbesondere nicht die Konzerne, die die Kernenergie betrieben haben. Ich sagte schon, die sind nicht immer offen, die sind nicht immer ehrlich und die sind auch nicht immer sicher gewesen. Wir haben auch 3 schwere Unfälle hinter uns. Und man kann damit rechnen, bei der Anzahl der Kernkraftwerke, die es gibt, dass es wieder mal einen Unfall geben wird. Rein statistisch innerhalb von 10 Jahren. 10 Jahren kann morgen sein, kann aber auch in 30 Jahren sein. Das ist das Spielerdilemma.
Aber mit der neuen Technologie, die jetzt entwickelt wird, wie die Flüssigsalzreaktoren oder die Thoriumreaktoren oder die Dual-Fluid-Reaktoren, wird das sich erledigt haben. Und die Kernenergie ist eine Zukunftstechnologie. Ich will gar nicht auf CO2 abheben, weil ich auch daran nicht glaube. Ja, das ist es, was ich so über Radioaktivität weiß. Noch Fragen?